Keine Auswirkung auf Elfen. Alle Gruppenmitglieder einen explosiven Tod erlitten, so ist die Wiederwirkung nicht möglich. Die Person verfügt nach der Wiederwirkung nur über einen Trefferpunkt und muss den Rest durch natürliche Heilung oder Heilungszauber zurückerhalten. Und er kann nicht durch Todeszauber, Finger des Todes oder Auflösung wiederbelebt werden. Ja. Chaotische Befehle, ja, damit. Ja, damit wird der Bezauberte immun gegen Bezauberungszauber. Das hier heilt 27 Schadenspunkte. Ist eigentlich der stärkste stärkste Wundheilzauber. Das ist Massenheilung. Damit werden 1W8 plus ein Trefferpunkt für die Stufe des Anwenders geheilt. Gerechter Zorn des Gläubigen. Dieser Zauber haucht dem Verbündeten des Priesters eine Art göttlichen Wahnsinn ein und damit verbessert damit ihre kämpferischen Fähigkeiten. Alle Verbündeten des Priesters, die sich im Wirkungsbereich aufhalten, erhalten plus 1 auf Angriffs- und Rettungswürfe sowie einen Bonus von 1 bis 8 Trefferpunkten. Alle Wesen derselben Gesinnung erhalten einen zusätzlichen Angriff pro Runde sowie plus 2 auf ihre Angriffe, Schadens- und Rettungswürfe. Ja, ist nicht schlecht. Schild des Lafander. Dieser Zauber verleiht dem Ziel während der Wirkungsdauer des Zaubers Immunität gegen Schaden. Böse Wesen können nicht vom Schild des Lafander geschützt werden. Nur Charaktere, die nicht böse sind, können vom Schild des Lafander. Können den Schildzauber des Lafander anwenden. Schutz vor Untoten. Schutz vor Untoten wäre auch nicht so schlecht. Nicht beweglich ist jedoch, dass den Würmer reagiert, als wäre es so vertrieben worden. Nee, nicht ganz so. Sch Siegerstärke. Bei Wirkung dieses Zaubers zehrt der Priester von der Stärke seines Gottes und verleiht diese dem Zielwesen, um aus diesem einen Sieger zu machen. Das Zielobjekt enthält eine Phase lang einen Bonus von 20 bis 23 Punkte auf seine Stärke. Der Anwender des Zaubers ermüdet sofort nach Aussprechen des Zaubers und erleidet einen Punktabzug von mir aus einfach weil seine Würfe. Der Nachteil dieses Zaubers ist, dass sich der Priester sich für die Dauer des Zaubers auf die Verbindung zwischen seinem Gott und dem Zielobjekt konzentrieren muss. Okay. Untote abwehren. Der mächtige Zauber erzeugt Energiewellen, die Untoten schaden. Nee, drängt Untote weg. Wahrer Blick, den kann sie ja standardmäßig. Höherer Befehl. Genau wie beim Zauberbefehl des ersten Grades kann der Priester mit diesem Zauber alle feindlichen Wesen im Wirkungsbereich mit dem Tod Schlaf belegen. Ein erfolgreicher Rettungswurf gegen Zauber verhindert die Auswirkung. Ja. Siegerstärke ist jetzt auch nicht so toll. Gerechte Magie. Mithilfe dieses Kampfzaubers werden die körperlichen Fähigkeiten des Anwenders extrem verstärkt. Er verwandelt sich sozusagen in eine zerstörerische Dampfwalze. Magieresistenz. Lebende töten. Oh, Berührung. Das Ziel dieses Zaubers muss einen Rettungswurf gegen Tod bestehen. Misslingt der Rettungswurf, wird das Ziel auf der Stelle getötet. Bei erfolgreichen Rettungswurf verleitet das Ziel stattdessen 2W8 Schadenspunkte durch Magie. Ein Charakter, der sie. Also 2W8 plus 1. Ein Charakter, der durch diesen Zauber getötet wurde, kann durch die Zauber Tod erwecken, wieder ins Leben gerufen werden. Der Zauber kann nicht von Charakteren mit guter Gesinnung gewirkt werden. Flammenschlag.
Flammenschlag macht halt verdammt viel Damage. 6 bis 48, das ist schon viel. Wirkungsdauer 2 Runden, das ist aber auch nicht gerade viel. Na komm, nehmen wir einen Flammenschlag. Sehr gut. Und jetzt reden wir mal mit ihm. Schaut sie euch an, ist sie nicht schön? Ich bin auf ewig dankbar dafür, dass ihr mir geholfen habt, sie zu reparieren. Möge Corridon mit euch sein. Ja. Abenteurer. Entschuldigt, ich muss mich erst sammeln. Wer seid ihr und was ist passiert? Wir sind Abenteurer, die zur abgetrennten Hand gekommen sind und wegen eures Wissens und eurer Macht. Daher haben wir von dem Fluch erfahren, der über euch lastet und dass ihr vor Jahrhunderten verrückt wurdet. Wir haben euch etwas von eurem frühen Selbst wiedergegeben und bitten euch um Hilfe. Um unsere Reise fortzusetzen, kamen wir zur abgetrennten Hand, wo wir herausfanden, dass wir zum Weiterkommen euch teilweise in eurem frühen Zustand zurückversetzen mussten. Jetzt bitten wir euch, uns als Gegenleistung zu sagen, was wir vom Herzstein wissen wollen. Das ist die einzige Antwort, die ihr braucht. Wir haben euch wiederhergestellt und wir haben auch die Macht, euch zu zerstören. Nein. Ja, bitten wir um Hilfe. In der Tat, edle Abenteurer. Viel Mut und Stärke werden nötig gewesen sein, um so weit zu kommen wie ihr. Und erst recht, um meinen Gedanken wieder etwas Gleichgewicht zu verleihen. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Aber sicher, seid ihr nicht aus einer Laune heraus zur Hand der Selderin gekommen. Sagt mir, was ihr sucht. Ich will mehr darüber erfahren, was hier in der Hand geschehen ist. Ihr wollt wissen, was in der Hand der Selderin geschehen ist? Nun gut, eine lange Geschichte. Soll ich mit der Zeit des Wohlstands, dem Verrat oder unserer dunkelsten Stunde beginnen? Fangen wir mit der Zeit der Blüte. Angesichts der größeren Bedrohung durch die Ork- und Goblin-Horden des Nordens hatten wir Elfen uns mit den Zwergen verbündet. Ein Akt der Verzweiflung, aber entweder das oder den dunklen Horden zum Opfer fallen. Da beide Völker durch diese Zusammenarbeit zu Wohlstand kamen, vertieften wir unser Bündnis durch die Schaffung mächtiger Artefakte und Waffen. Durch feine Zwergenhandwerkskunst vereint mit alter Elfenmagie entstanden Objekte großer Macht und unübertroffener Schönheit. Durch den gegenseitigen Beistand unserer Völker und das gemeinsame Nutzen der magischen Früchte unserer Arbeit ließen sich die Horden leicht in Schach halten. Unsere Zusammenarbeit dauerte an und wir lebten lange Jahrzehnte in Harmonie und Wohlstand. Bis zu dem Verrat. Erzählt uns von dem Verrat. Ihr müsst Geduld haben, denn dieses ist ein bitteres Kapitel für mich. Es kam zu einer heftigen Debatte mit unseren Zwergenverbündeten über die magischen Objekte, die aus unserer Zusammenarbeit entstanden waren. Sprecht weiter. Offenbar ließ sich die Gier, die allen Zwergen eigen ist, nicht bezwingen. Sie wollten anfangen, unsere magischen Objekte an die anderen Siedlungen im Norden zu verkaufen. Absurd, habe ich ihnen gesagt. Anderen Zugang zu diesen Gegenständen verschaffen, nur um des Profits willen? Ich war entsetzt, aber nicht überrascht. Zwerge können ihr selbstsüchtiges Wesen nicht lange verdrängen. Mein Volk und ich blieben hart. Die Menschen sollten keinen Zugang zu magischen Objekten haben. Nach monatelangen Diskussionen gaben die Zwerge endlich nach und wir hielten die Sache für erledigt. Dann jedoch kam der Tag, der das Schicksal beider Völker besiegelte. Unsere Truppen stießen auf eine Gruppe, die wir für eine typische Ork- oder Goblin-Horde hielten. Aber was ein einfacher Kampf hätte sein sollen, stellte sich als ein hart erkämpfter Sieg heraus. Denn sie benutzten Artefakte und Waffen, die vom Bündnis geschaffen worden waren. Wütend befragten wir die Zwerge dazu. Kein Elf würde jemals unsere größten Schätze dem verhassten Feind geben. Die Zwerge leugneten natürlich unsere Anschuldigungen. Gedankt an unser jahrzehntelanges Bündnis vertrauten wir ihnen weiter und versuchten eine Lösung zu finden. Es war dumm von uns zu glauben, wir könnten mit diesen Steinfressern zusammenleben. Jede Diskussion führte zu einem offenen Streit und zu weiteren Anschuldigungen.
Dachten die Zwerge wirklich, wir wären einfältig genug, zu glauben, diese Objekte seien den Horden einfach zugeflogen? Wie zu erwarten war, brach ein offener Konflikt aus. Jahrzehnte der Freundschaft und des Wohlstands endeten an jenem Tag. Das Bündnis war nicht mehr. An jenem Tag standen die Elfen von der Hand der Seldarin allein gegen die Zwerge und die Goblinoiden-Horden. Ich möchte über die anderen Dinge hören, die geschehen sind. Ihr wollt wissen, was in der Hand der Seldarin geschehen ist? Nun gut, vor Jahrhunderten führte die Hand der Seldarin Krieg gegen die finsteren Horden. Ihr wollt wissen, ihr müsst Geduld haben, denn dies offenbar absurd hat mein Volk und ich. Dann jedoch kam der Tag, der das Schicksal beid wütend befragten wir. Es war dumm von uns zu glauben, wie zu erwarten war. Ihr wollt wissen, ja, reden wir vor Jahrhunderten führte die Hand der Seldarin Krieg gegen die finsteren Horden, die in den Norden eindrangen. Dieser Krieg dauerte Jahrzehnte an und am Ende sah es so aus, als ob wir verlieren würden. Das Kriegsglück wendete sich gegen uns. Unsere Truppen wurden nach jedem Konflikt weniger und weniger. Wir wurden von den übrigen Seldarin südlich von uns isoliert. Ohne die Unterstützung unserer Brüder und Schwestern und den Untergang vor Augen, verzweifelte ich. Ich erdachte einen Plan, mit dem ich mein Volk schützen und Zeit gewinnen wollte. In der alten Elfenmagie ist die Rede von einem in alter Zeit benutzten Zauber namens Mythal. Dieser Mythal verleiht dem Land eine lebendige und schützende Kraft, die alles Elfische verkörpert. Dieser lebendigen Kraft können auch schützende Fähigkeiten verliehen werden. Kräfte, die die finsteren Horden von der Hand der Seldarin und ihrer Umgebung ferngehalten hätten. Damit hätten wir Zeit gewinnen und auf Verstärkung von unseren Brüdern und Schwestern im Süden hoffen können. Manche sagen, es sei vermessen gewesen zu glauben, wir hätten einen solchen Zauber wirken können. Andere reden von Blasphemie. Ich stehe zu meiner Entscheidung. Ich tat, was ich tun musste, um mein Volk zu retten. Wir begannen also mit den Vorbereitungen für einen Mythal. In den darauf folgenden Wochen konzentrierten wir all unsere übrig gebliebenen Kräfte in der Hand. Meine Zauberer und ich schlossen uns in diesem Turm ein und begannen mit dem mühsamen Prozess, einen Mythal auszulegen. Die Orks und Goblins spürten natürlich unseren geschwächten Zustand und holten zum tödlichen Schlag aus. Die größte Truppe, die wir je gesehen hatten, belagerte die Hand und der Mythal war bei weitem noch nicht fertig. Wir wussten, dass es unser letztes Gefecht war und mein Volk wusste, dass es Zeit gewinnen musste. Eine Woche lang hielten wir die Horde zurück. Im eigenen Haus verschanzt kämpfte mein Volk und die Horde bezahlte teuer für jeden Raum in der Hand, den sie einnahm. Jeden gefallenen Elf bezahlte die Horde zehnfach. Trotz all der Opfer meines Volkes wurde die letzte Verteidigungslinie nach einer Woche durchbrochen. Als die Horde die Türme zu ersteigen begann und die letzten Verteidiger fielen, erkannte ich, dass mein Volk sich nicht umsonst geopfert hatte. Wir beendeten die letzten Beschwörungen für den Mythal. Der Zauber wurde gewirkt und ein Schleier aus Energie und reinem Licht legte sich um die Hand. Als ich zusah, wie das, was ich für unsere Rettung hielt, in jede Ritze der Hand eindrang, war ich entsetzt. Irgendetwas war furchtbar schiefgegangen. Die Kraft, die dem Land Leben bringen sollte, begann es zu verzerren und zu zerstören. Sie beraubte alles und jeden in der Hand seiner Seele. Ich sah, wie allem, was in der Hand der Seldarin lebte, das Leben bis zur Schwelle des Todes ausgesaugt und der Verstand geraubt wurde. Die Gefallenen jedoch erstanden als grausige Untote wieder auf. Plötzlich bemerkte ich, dass ich nicht der Einzige war, der die unaufhaltsame Zerstörung der Hand und all ihrer Bewohner beobachtete. Vor mir stand Labelas Enorid, der Elfengott der Langlebigkeit und der Zeit. Er war zornig auf mich. Zornig, weil er ansehen musste, wie die ältesten aller Elfenmagien leichtfertig und stümperhaft eingesetzt worden war. Zornig, weil er ansehen musste, wie das Leben und das Land seines Volkes unnatürlich verzerrt wurde. Zornig, weil mein Stolz und meine Überheblichkeit zum Zusammenbruch des Bündnisses zwischen Elfen und Zwergen geführt hatten. Ich wurde in einen Belnorn verwandelt und dazu verdammt, so lange die Überreste der Hand der Seldarin und ihres Volkes zu bewachen, bis das Astrolabium wiederhergestellt sein würde. Doch dazu musste mein Volk seinen letzten Frieden finden. Larel erzählt uns die traurige Geschichte von der dunkelsten Stunde. Er beschrieb den aussichtslosen Konflikt mit der dunklen Horde, den verzweifelnden Plan, den Mythal anzuwenden, die schrecklichen Folgen des fehlgeschlagenen Zauberversuchs, Labellas Zorn und die Strafe, die ihm auferlegt wurde. Ja, ich möchte über die anderen Dinge hören. Ihr wollt wissen, was in der Hand der Seldarin geschehen ist? Nun gut, eine lange Geschichte. Das Astrolabium wiederhergestellt ist, warum seid ihr noch da? Die Frage ist einfach, aber ich habe keine Antwort darauf.
Vielleicht gibt es ja andere Elfen, die meine Hilfe brauchen, um nach Arvandor zurückzukehren. Vielleicht gibt es noch etwas, das ich vollbringen muss, um meine Strafe zu erfüllen. Ja, uns helfen am besten. Ihr seid zurückgekommen. Laryl, wir haben dieses Tagebuch eurer Tochter gefunden. Oh ja, das haben wir noch gar nicht gelesen, gell? Ja, deswegen würde ich sagen, bevor wir ihm das Tagebuch geben, lesen wir es. Aber bevor wir es lesen, speichern wir und machen erstmal einen Cut. Also, das wäre dann jetzt LP 014. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.